Yeah. Seriously, dudes. Moin Leute, ich bin Phil und ich mache Musik. Und heute haben wir ein spezielles Plugin im Test. Das ist frisch rausgekommen von dem Hersteller Mercurial. Das SS11X. Das ist eine Preamp-Modulation im Prinzip von einem... Ja, es gibt von AMT ein Pedal, das blende ich hier oben mal ein. Ja, das ist im Prinzip dazu gedacht, um den Preamp zu simulieren. Vermutlich dann in den Effects-Loop des Amps geschleudert zu werden und von dort aus halt, ja, den Ton der Verzerrung zu erzeugen. Wie das Pedal in echt klingt, ich habe keinen Schimmer, ich habe es nie besessen. Aber ja, Mercurial habe ich schon seit längerem im Griff oder so. Die machen echt sehr, sehr schicke Amp-Simulationen. Ja, da wäre halt der U530. Das ist eine Engel Preamp-Simulation, die auch unfassbar geil klingt. Dann gibt es noch den Tri-Axis. Das ist eine. Den Re-Axis heißt der ja bei Mercurial. Das ist eine Nachemulation vom Tri-Axis von Mesa Boogie. Auch verdammt gut gemacht und sehr, sehr authentisch. Dann gibt es noch den Spark von Mercurial. Das ist eine Marshall-Emulation, die auch fantastisch klingt. Sogar mehrere Marshall-Amps sind da drin. Also lohnt sich auf jeden Fall mal bei Mercurial vorbeizugucken, weil was Amp-Simulation angeht, sind die schon top-notch. Also nicht schlecht. Und die haben jetzt halt eine extrem geile Budget-Lösung rausgebracht mit diesem SS11X. Also, ich sag mal, da ist im Prinzip alles drin. Da ist der Preamp drin, da ist eine Cabinet-Section drin mit Impulse-Response ohne Ende. Also sind richtig geile Dinge, auch von Ohnhammer sind Impulse-Responses mit an Bord. Dann Reverbs, auch in Impulse-Response-Form, also sehr, sehr qualitative Reverbs. Ja, die Amp-Serie ist auch mit dieser nagelneuen Engine von denen, ich weiß gar nicht mal genau, wie die heißt, blende ich auch hier mal ein. Aber die ist wohl frisch entwickelt worden, haben sie wohl drei, vier Jahre dran gesessen. Und das hat sich gelohnt, also das klingt richtig, richtig nice. Ich habe für euch auch da mal eine Demo vorbereitet, damit ihr einfach mal hört, wie das Ganze so im Mix klingt. Aber ich kann euch sagen, für die $29.99 beziehungsweise $39.99, wenn ihr noch kein anderes Mercurial-Produkt habt, habt ihr ein Produkt davon, dann spart ihr $10. Also umgerechnet seid ihr irgendwas bei 26 oder 36 Euro und seid vollkommen ready to go, weil das Ding hat einen geilen Clean-Sound, geilen Rhythm-Sound, geilen Lead-Sound. Also, was will man mehr? Also, in dem Fall, schaut euch erstmal die Demo an, oder beziehungsweise hört euch erstmal die Demo an und dann gucken wir uns das Ganze auch gerne nochmal im Detail an. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Funktionen und ja, Action!
Ja, so viel erstmal zur Demo. Wie ich finde, ein echtes Brett. Also das Ding klingt unfassbar geil. Aber genaueres zeige ich euch wie versprochen jetzt in der DAW, also ab in Cubase. Ja, hier sind wir in Cubase. Ich habe für euch mal wieder so ein Demo-Projekt vorbereitet. Das habt ihr gerade gehört. Das ist das gute Stück. Und hier haben wir unsere Gitarrenspuren mit jeweils zwei Rhythmusgitarren. Dann habe ich hier zwei Abstellspuren, wo ich mal so ein paar Takes mit reinziehe, die ich eventuell verwende oder auch nicht. Eine Leadgitarre im Center, also in der Mitte, und eine Clean-Gitarre in der Mitte. Die sind quasi alle in dem Demo-Projekt, was ihr gerade gehört habt, vorhanden. So, okay, kurz nochmal zum Plugin selber. Ja, das ist das gute Stück, das Mercurial SS11X. Wunderbar designt, wie man das von Mercurial auch so kennt. Und es ist im Prinzip alles vorhanden. Ihr braucht nur dieses eine Plugin und könnt direkt durchstarten. Ist ein Noise Gate mit drin, mit allem, was man sich vorstellen kann. Release, Threshold, oder Threshold, Release und Hysteresis, so genau. Was ich extrem vorteilhaft finde, ist endlich ein Noise Gate mit einem Release-Button, einem Release-Knob, denn ich weiß nicht, also ich meine, für den Song ist es jetzt nicht wichtig, aber wenn ihr wirklich so ja, sehr, sehr definierte, attack-lastige Riffs spielt, die eben, die quasi es benötigen, dass das Gate halt auch relativ schnell schließt, dann ist so ein Release-Knob echt der Hammer. Also da kann man halt einstellen, wie schnell das Gate, nachdem es aufgemacht hat, wieder schließt. Ne? Von daher finde ich das hier eine geniale Sache. Dann natürlich auch Booster bzw. Overdrive-Pedals mit im Sortiment. Klassischen drei Regler, Drive, Tone, Level. Und im Angebot haben wir hier den TS-808 von Ibanez. Dann den TS-7 von Ibanez, den Grid Smasher, was im Prinzip der Grid Slammer von Mesa ist, der auch ganz geil ist, und von Boss der ja, SD-1. Ich habe mich hier für den Grid Smasher entschieden, weil der, ja, ich finde, der ist nicht so basslastig, der ist im Bassbereich schön fokussiert, ja, und das macht für diese Demo einfach am meisten Sinn. Cabinet IR, ja, da haben wir die Impulse Responses, kann man auch komplett bypassen, dann läuft wirklich nur das reine Preamp-Pedal durch. Da haben wir, wie gesagt, einiges hier im Angebot. Also, Mercurial hat sich da wirklich nicht lumpen lassen und da ist für jeden Geschmack was dabei. Was ich extrem cool finde, das sind auch Ohnhammer-Impulse mit bei und Ohnhammer ist, was Impulse Response angeht, schon nicht zu verachten. Also die haben wirklich verdammt gute Impulse-Responses. Reverb sieht ähnlich aus. Auch der Reverb arbeitet hier mit Impulse-Responses. Das heißt, man hat hier verschiedene Reverb-Impulse, die allesamt, soweit ich das ausprobiert habe, tipptopp klingen. Also für alles, was dabei, wenn ihr jetzt bei Leads zum Beispiel oder bei Solos einen wirklich nicen Reverb drauf haben wollt oder auch einen Hall, dann werdet ihr fündig, ebenso wie für Cleans. Wenn ihr Clean spielt, tipptopp, astrein. Auch um jetzt den Rhythmusgitarren ein bisschen mehr Körper zu geben, fetzt das im Prinzip auch. In der Demo allerdings habe ich bei den Rhythmusgitarren keinen Reverb drauf. So, und darunter wäre der Blend-Regler. Mit dem habt ihr halt die Möglichkeit, die Intensität des Reverbs zu kontrollieren. Dann Stereo und Mono, das heißt quasi entweder ihr habt ein Eingangssignal oder zwei, na, ganz klar. Preamp on oder off, ja, warum auch immer, also ihr könnt natürlich den Preamp auch komplett ausschalten, dann läuft wirklich nur Noise Gate, Grid Smasher und Cabinet IR. Ja. Ja, da der Preamp aber das Kernelement dieses Plugins ist, finde ich die Funktion nicht gerade sinnvoll. Setup. Ganz basic, könnt ihr hier auswählen. Es gibt von diesem Pedal scheinbar zwei Modelle. Die Unterschiede, muss ich aber sagen, sind relativ gering. Wir können da gerne gleich mal mit ein paar Beispielen reinhören. Ist aber tatsächlich nicht sehr intensiv. Bei den Preamp Tubes ist es schon ein bisschen anders. Also da ist es schon deutlich zu merken, dass da sich am Sound ordentlich was ändert.
Oversampling, der Klassiker, ist quasi die Qualität, die Soundqualität des Plugins, das natürlich je nach, ich sag mal, je nach Prozessorleistung zu handeln. Bestfall natürlich mal 8, ne, wäre tipptopp. Klingt auch super nice und ich sag mal, so super CPU-hungrig ist das Plugin jetzt auch nicht. Ja, und dann kommen wir natürlich auch zum Plugin selber. Ihr habt hier, ja, ich sag mal, 4 Channels. Ihr habt im Prinzip, ich weiß nicht, ich werde hier einfach mal nochmal eine neue Spur aufmachen, damit wir da auch mal ein bisschen rumfeixen können. So, ich nenne die auch mal Rhythmus Guitar Center und setze die auch mal in den Center, damit ihr das auch gut hört. So, und dann machen wir das hier auch nochmal auf. Wunderbar. So, ich nehme jetzt einfach mal den Part, der ist für Rhythmus Gitarre ganz gut. Ja, mit der zusätzlichen Rhythmusgitarre natürlich ein bisschen over the top. Ja, aber in jedem Fall klingt das dann so. Wie ich finde, sehr, sehr nice. Und für einen Mix 1A. Wenn ihr das Plugin allerdings ja, frisch reinladet, dann sind natürlich alle Regler auf 12 Uhr. Und ja, das Plugin ist schon ziemlich bass-heavy, aber das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Impulse-Response an, die ihr nutzt. Für meinen Geschmack war das tatsächlich ein bisschen sehr bass-intensiv. Daher habe ich den Bass hier ein bisschen rausgenommen. Habe die Mitten ein bisschen hochgeregelt und auch die Höhen, um dem Ganzen ein bisschen Präsenz zu geben. Okay, nochmal zurück zum Thema. So, genau, wir haben hier ja, 4 mögliche Klangcharakteristiken. Das wäre eben einmal der Clean-Kanal, das wäre Modus Blau und Drive, das wäre Rot. Und diese beiden Kanäle haben jeweils 2 Variationen. Im Clean könnt ihr hier drauf klicken, dann wird das auf einmal rot und dann seid ihr hier im Crunch. Wieder Clean. Klickt ihr nochmal auf Drive, geht ihr hier unten auf Drive, seid ihr hier auch im Drive-Bereich oder Lead. No? So würde ich jetzt mal sagen, läuft das Ganze. Ich kann mal gucken, es sollte aber genauso funktionieren. Okay, ich muss mich scheinbar korrigieren. Wir haben 3 Möglichkeiten. Im Clean ist es relativ egal, was ihr hier drückt. Da passiert scheinbar zumindest gar nichts. Also ich bemerke da keinen Unterschied. Ja, im Drive wiederum ist es tatsächlich erst Crunch und dann Lead. Okay, dafür haben wir natürlich auch, ja gut, macht natürlich auch Sinn, wir haben 3 Kanalregler. Clean Level, Crunch Level und Lead Level. Und hier haben wir dann für den Clean Kanal den Gain, den Crunch Gain und den Lead Gain. Level natürlich klar, die Lautstärke des Einzelnen oder der einzelnen Kanäle. Dann habt ihr hier EQing für Bass, Mittel und Höhen, hier oben für den Clean-Bereich, hier unten für den Crunch-Lead-Bereich. Und dann habt ihr hier noch einen Bright-Switch, der ist dann quasi für die Cleans. Musik.
Und der clean schon ziemlich gut. Wir können es auch gleich mal so machen, dass ich parallel auch nochmal einen Clean hier mit reinziehe, um euch das ein bisschen zu zeigen. So, ich kill das mal einfach raus. So, das ist jetzt mal ein Clean-Beispiel. Schön können mit dem Reverb hier doch schon einen ganz schön heftigen Raumanteil hinzufügen. Das ist schon eine ordentliche Sache. Genau, ja, so viel zum Clean-Bereich. Dann im Crunch-Lead-Bereich habt ihr hier die Möglichkeit, einen Tone-Shift zu machen und auch den Crunch nochmal ein bisschen mit Brightness zu versehen, also nochmal ein bisschen klarer zu machen. Crunch und Lead Tone Shift ist im Prinzip eine grundsätzliche Veränderung, wie der EQ im Mittenbereich arbeitet, in welchem Frequenzbereich da arbeitet. Wir können uns das gerne mal anhören. Dafür wechseln wir mal wieder zu der Spur, die dazu passt. Die ist ganz gut. So. Klingt jetzt natürlich sehr interessant mit dem Clean-Kanal. Okay, also wir nehmen erstmal einen, der dazu passt. Nehmen wir erstmal raus und dann Action. Ich finde, der Crunch Bright, man merkt wirklich nur einen ganz, ganz dezenten Unterschied. Also es ist ganz kleines bisschen im sehr hohen Frequenzbereich, dass da noch ein kleines bisschen und ein bisschen Harmonics on top kommen. Das war es dann aber auch. So, gucken wir uns mal den Tone Shift an beim Crunch. Ja, unten ist halt mehr so Scoop, ne? Also die Mitten sind halt schon ziemlich raus dann. Mehr Präsenz habt ihr mit der oberen Einstellung. Das wäre dann die Badewanne. Die typische Schrammel-Metal-Badewanne. Ja, passt schon. Ja, aber ich bin dann doch eher der Freund vom Präsenten. So. Ja, und ihr merkt schon, selbst im Crunch-Channel ist das schon richtig heftig, was ihr da an Gain rausholen könnt. Und ja, wenn wir da mal uns den Lead-Channel anschauen. Ah, falsch, hier und Lead, so. Da ist nochmal ein ganzes Eckchen mehr Foot mit am Start, also nicht schlecht. Und was ich extrem geil finde, dass das Pedal ist, oder beziehungsweise das Plugin selber ist sehr, sehr noisearm, also sehr, sehr rauscharm.
Ja, noch zusätzlich ein Noise Gate. Also Mercurial hat hier alles richtig gemacht. Das ist ja auch so ein kleiner Punkt, was ich bei der Forte Nameless Suite von Neural DSP so ein bisschen angeprangert habe. Es ist mir ein bisschen sehr noisy. Da habt ihr den Gegensatz, wie man es wesentlich besser machen kann. Das Ding hat auch, ich sag mal, Game bis übermorgen. Und ja, rauscht halt wenig bis gar nicht, ne? Genau, dann können wir auch gerne nochmal in die Models reinhören. Ich denke mal, da wird man am meisten im Crunch den Unterschied hören. Ich spiele das mal ein bisschen durch. Also hier merke ich schon wesentlich deutlicheren Unterschied als hier. Ich kann es mal am Clean, ich kann mal am Clean nachschauen, ob sich da großartig was ändert. Aber so rein auf das erste Mal hören ist mir da jetzt nicht großartig was aufgefallen. Gucken wir mal rein hier. So. Mal am Clean gehen. Grid Smasher raus. Oh doch. Da scheint Model B ein bisschen mehr Körper zu haben. Also es wirkt doch ein bisschen voller. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, also im Clean-Bereich macht sich der Unterschied zwischen den Models dann doch deutlicher bemerkbar. Okay, dann können wir uns auch gerne nochmal Leads anhören. Als Beispiel können wir gleich mal die hier nehmen. Und ja, auch die Leads, die ihr in dem Demo-Track gehört habt, sind im Prinzip wirklich nur aus diesem Plugin entstanden. Ich habe keinen externen Hall benutzt, nichts als Booster vor, wenig bis kein EQing, also astrein so weiter, kann man nicht meckern. Ich switche auch nachher gerne nochmal ein bisschen durch die Caps durch, damit ihr auch nochmal einen Überblick davon habt. Aber erstmal ganz kurz den Lead-Kanal. So, gehen wir natürlich auch schön in die Vollen hier. Das klingt echt sehr nice. Das ist auch, glaube ich, der Reverb IR, den ich für den Lead-Kanal hier genutzt hatte. Der klingt schon echt sehr, sehr schmucke. Das hat schon wirklich was für sich. Okay, dann gehen wir auch noch mal kurz durch die Caps durch. Dass auch da nochmal hört, was möglich ist. Dann schnappen wir uns wieder den Rhythmusteil hier. Ich vergesse noch, in welche Parts das sind. So, das müsste passen.
Genau, das sind sie. Ja, ordentliche Ladung. Ihr seht auch im Prinzip hier immer, das ist quasi die Cap selber. Hier meistens die verwendeten Mikrofone und ja, Positionen weniger. Hier steht es immer Version 1, 2, 3 und so weiter. Und dann hier unten eben der Publisher, ne? Also das Unternehmen, was die ja erstellt hat. Morton Studio oder U-Soundworks oder Soundway Records oder Ownhammer. Ja, also da sollte wirklich für jeden Geschmack schon was dabei sein. Also man hat im Prinzip wirklich vieles, mit dem man arbeiten kann. Ja, hier übrigens auch nochmal Input Gain von der Gitarre, um das auch nochmal zu steuern, und den Volume Out, um zu kontrollieren, wie laut das Plugin letztendlich ist, wenn es rausgeht. Solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass der Input Gain ordentlich geregelt ist, denn wenn er jetzt zu hoch ist, dann kann es passieren, dass ihr im Clean-Bereich schon Crunch habt, obwohl ihr wenig bis gar kein Gain drin habt. Habt ihr das Ganze, wie gesagt, zu niedrig, dann kann es natürlich passieren, dass ihr gerade, wenn ihr wirklich ein bisschen mehr Gain braucht, dann ja, auf den Trockenen sitzt. Also da auch nochmal darauf achten, dass das halt mit dem Signal eures Pickups auch übereinstimmt. Dass, wenn ihr zum Beispiel aktive Humbucker spielt, habt ihr mehr Input-Signal, so wie bei mir, dann muss man es ein bisschen runterziehen. Habt ihr passive, ich sag mal, Single-Coils oder einfach sehr, sehr geringe Ausgangsleistung in den Pickups, dann müsst ihr das natürlich ein bisschen höher ziehen, dementsprechend. So weit, so gut. Was gibt's noch zu sagen? Ja, das Ganze gibt's für PC und für Mac. Ja, ich weiß nicht, ob es für viele wichtig ist, weil ich für meinen Teil mittlerweile auch endlich den Schritt gewagt habe. Also das heißt, endlich ist schon ein bisschen her, von 32 zu 64 Bit. Wenn ihr Cubase oder eure DAW generell in 32 Bit nutzt, dann wird es schwer mit diesem Plugin, außer ihr bridge das irgendwie. Da gibt es ja die JBridge, um 64-Bit-Plugins auch in 32-Bit-DAWs nutzen zu können. Aber ansonsten, das Plugin selber kommt nur als reine 64-Bit-Variante und läuft auch natürlich dann dementsprechend gut. Ja, dann, der Name, der mir vorhin nicht einfiel, diese Super Engine. Ich glaube, hier müsste es nämlich auf der Seite stehen. Ich schaue das selber mal ganz kurz nach. Neural Hybrid Engine, das ist der Begriff. Habe ich bestimmt vorhin schon eingeblendet, aber jetzt auch nochmal. Das ist eben diese super tolle neue Sound Engine, die Mercurial da verwendet. Und ja, für meinen Geschmack klingt das auch wirklich verdammt gut. Die haben da auch zusammengearbeitet mit AMT Electronics. Das sind ja die Hersteller des Pedals. Sieht man ja auch auf dem Logo selber, wenn man das Setup aufmacht. Genau. Ja, als ganzes Gate, also soweit ich das mitbekommen habe, ist dieses Pedal tatsächlich mehr oder weniger ein Preamp-Pedal, was man dann eben in den FX-Loop des ja, Röhrenverstärkers reinhaut. Aber ja, wie vorhin auch schon erwähnt, ich habe das Pedal so in echt noch nicht spielen können, kann daher ja auch keinen wirklichen Vergleich ziehen, ob es gut ist. Aber andere YouTuber haben diesen Vergleich schon mal gezogen und ja, da soll wohl kaum Unterschied vorhanden sein. Mercurial selber hat wohl auch nochmal ein Video gemacht und hat einen Frequenzvergleich gemacht und scheint schon ganz gut funktioniert zu haben. Also an sich tipptopp. Wenn ihr dann das Original als Referenz nehmt, dann werdet ihr mit dem Plugin auf jeden Fall glücklich. Kennt ihr das Original nicht, dann werdet ihr umso mehr glücklich, weil dann gibt es keine Referenz. Zählt halt nur der reine Ton, den man rausholt, so wie es bei mir war. Und ich bin mit dem Ding echt mehr als zufrieden. Also tipptopp. Ich bin ja, wie in einigen Videos vielleicht schon erwähnt, totaler leidenschaftlicher Positive Grip Bias Nutzer. Das ist ja auch prinzipiell mein Amp, den ich live nutze, den Bias Rack, aber
für die Produktion ist das Ding hier schon echt nicht zu verachten. Ich finde es einfach genial, auch wenn man das Ding in die Verzerrung treibt, die Saturation, die Harmonics, die Obertöne, die dann dazukommen, es klingt halt extrem lebendig. Und wenn man das, wenn man dann spielt, dann merkt man das auch. Ne? Es fühlt sich an wie ein Amp und nicht wie ein Pedal. Naja gut, Pedal ist auch in dem Fall mit Röhren, aber es fühlt sich an, als wenn man wirklich durch ein Amp spielt. Und man hat ja im Prinzip alles, um das Ganze auch, ja, direkt zu nutzen. Also da keine, da braucht man im Prinzip nicht weiter großartig irgendwie andere Plugins. Man kann alles mit einer All-in-One-Lösung abfrühstücken. Ja, merkwürdig, dass sie alle immer vom Preamp reden, denn normalerweise brauchen wir noch ein Poweramp, um das Ganze laut zu machen. Der Poweramp gibt ja auch nochmal zusätzlich ein bisschen tonale Veränderung oder einen tonalen Charakter. Den setzt da auch nochmal sein, da setzt auch nochmal seinen Stempel drauf. Aber ja, ich finde, das Ding kann man so, wie es ist, in den Weg schmeißen und das läuft 1A. So, noch irgendwas. Ja, Multithreading CPU, also das heißt, von, wenn ihr mehr keinen Prozessor habt, das Plugin kann damit umgehen. Ja, da haben wir noch irgendwas. Nö, dann ist es soweit. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch die kostenlose Demo auf der Mercurial-Seite runterzuladen. Dann könnt ihr mit Sound-Aussetzern das Plugin aber weitestgehend uneingeschränkt ja, ausprobieren. Ich glaube auch, wenn man jetzt 10 Minuten rumprobiert hat, setzen sich die Einstellungen alle wieder zurück. Aber zum Testen ist das eine sehr, sehr faire Lösung. Das sind auch so Sachen, die ich bei Joey Sturgis ein bisschen vermisst habe. Da gibt es im Prinzip keine Möglichkeit, irgendwas zu irgendeine Demo zu nutzen. Das machen andere Hersteller ja tatsächlich ein bisschen kundenfreundlicher. Aber Mercurial hat da im Prinzip Hausaufgaben gemacht. Also das ist alles schick. Also, wenn ihr wollt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch auch nochmal den Link. Da könnt ihr euch selber die Demo runterladen und selber ausprobieren. Aber wie gesagt, tipptopp. Kann ich nur empfehlen. Soweit, so gut. Ja, so viel erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder ein Abo mit der Glocke klingen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Um genau zu sein, nächsten Freitag. Denn jeden Freitag gibt es ein neues Video. Also, bis dann. Ciao.